Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir sind ja dabei stehen geblieben, dass wir ja mit ihm gequatscht haben und wir sollen jetzt das Ritual machen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber die Ratten sind ja jetzt da. Gute Idee. Oh. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Auf dem Boden. Schon in Ordnung. Los! Wie gesagt, der Schinken da hinten. Okay, das interessiert die gar nicht. Ach so, ja, wegen dem Licht. Okay, sehr gut. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Ah, aber bleib halt in nicht. Meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben naja, wie man's nimmt. Eine lange Reise hinter uns. Wenn du wüsstest, was uns alles schon passiert ist. Oh, oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Erstmal hier reinschauen. Oh, wieder Zutaten. Sehr gut. Wenn ich hier drüber gehe, dann bin ich einfach mal instant tot. Wir brauchen was zum Licht machen. Und was abschießen kann ich hier auch nicht. Oder? Schauen wir nochmal nach. Ah. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Oh. Sowas in der Art. Wenn du wüsstest. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Aber... Das heißt, wir müssen da drin dann das Licht ausmachen. So ist es gut. Und gut kauen, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Leer. Und jetzt zumachen, oder? Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Aber mit dem Pferd kommt man doch auch was zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Okay, nein, die Leiter ist jetzt natürlich nicht geglitscht. So, lass mich rauf. Komm, hoch mit dir. Ich habe so ein kleines Bauchgefühl, dass wir jetzt hier einen Fehler gemacht haben. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Nein, Amicia, was machst du da? Oh, shit. Es lebt doch noch. Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo. Es gab was hat man denn sonst tun sollen? Oh, das Pferd ist auch komplett gefressen. Kommt, hier rüber. Ja, gleich. Ich will jetzt erstmal hier schauen, ob es hier noch was gibt. Ah, eklig. Okay, ja, dann gehen wir mal nach unten. Ganz gute Idee. Auf, wo ihr hintretet. Oh. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu bin ich... Moment, du musst das mal looten. Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, Levita Extractam Sic. Das ist was Latein. Tust du da? Ich löse die Reagenzien auf. Eine alchemische Vereinigung. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam. Es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halt Tabulate gedrückt, um das außer... Entzündet Glut. Okay. Interessant.
So, es ist... Oh, fuck. Oh nein, nein! Na geil. Nein, das Ignifa, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Okay. Wow. Oh, wow. Es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Ja, ich merke, ich bin noch gespannt. Ich habe meine Mischung fertig. Das dann neu in Zukunft einsetzen. Zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ja. Wir sind jetzt nur wegen dem herkommen. Ratten! Zurück! Das Ignifa! Wirf es in die Glut! Ich stelle mir die Flammen nicht ins Gesicht. Sehr gut. Alles klar, aber ich glaube, das hätten wir jetzt auch im Haus tun können. Naja, dann wieder eine Tour. Kommt jetzt noch das Pferd? Oh. Das sind ganz schön viele. Laurentius, ich bahne uns einen Weg. Okay, mach mal da mal ein paar mehr hier. Sag mal hier 4. Aber es hat schon einen sehr großen Komm, Kegel. Hier entlang. Ja, gewiss. Ist praktisch. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein, Amicia! Oh, what the fuck. Die Lichter sind aus. Nein, nein! Meister! Lukas, warte! Destillier! Okay. Lukas. Dafür ist also das Pferd da. Lauf, wir brauchen das Pferd. Oh Scheiße. Es brennt nicht Lukas, lange. Ich bin hier. Ah, shit. Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss. Scheiße. Oh nein. Komm. Dankeschön. Okay, dann können wir uns hier mal ein bisschen ausruhen. Ah, Zutaten. Sehr gut. Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los. Hinter der Mühle? Die Windmühle steht fast in Flammen. Okay, das wird dann... Hier entlang. Sehr gut. Ich hätte gern mehr von dem. Okay, Flammen. Kommt wieder nach unten. Sehr gut. Ja, steht aber hier, ist dunkel. Fuck, 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 fuck. Es passiert schon wieder. Es ist doch nicht normal. Krass. Was ist nur mit dem Jungen? Dass die alle hinter uns so her sind. Oder hat das Böse oder was auch immer das hier da verursacht? Neues Kapitel. Die Beute der Raben. Aber bitte sagst du mir jetzt nicht, dass die jetzt einer durchdreht. Thank you.
Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Also, ist er wirklich mehr? Ach, wissen wir jetzt hier auch nicht. Das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Kommt her, Fröschlein, es sind so viele. Gucken. So. Siehst du die? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ja, natürlich kann ich nicht schneller laufen. Damit ich ihn ja nicht einhole. Aber schön. Also wäre es nicht das Mittelalter, dann könnte es auch so eine Eisenbahnbrücke sein. Aber das ist doch vermutlich aus der Römerzeit. Wie heißt das nochmal? Da ist ja oben dann das Wasser drin. Mir fällt der Name nicht ein. Mittelalter, also die Römer waren ja da sehr hygienisch und so haben wir halt die Pest und Krankheiten verhindert, weil einfach nichts rankommen ist. Oh. Okay. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin. Los, weiter. Ja, da war ja was bezüglich dem... Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Ja, das klingt nach Leichen, oder? Mal wieder. Oh, wir können da hinten hingehen. Hat sie denn was zum Einsammeln? Hey, was macht ihr da? Ja, ich komm gleich. Ich will noch was gucken. Oh ja. Eine Kiste. Nice. Ich kann die Pfeile nicht nutzen. Okay, gehen wir mal wieder den richtigen Weg. Kann ich wenigstens wieder anständig schnell laufen. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von da drüben. Amicia, Lukas, kommt schnell her. Weil sie müssten sehr gewohnt sein, weil im Mittelalter doch fast alles stunken. Oh, Schlachtfeld. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia. Wir müssen dem Aquädukt folgen. Aquädukt, okay. Jetzt habe ich auch den. Okay. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Okay, das ist echt heftig. Ob wir ihnen wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Shit. Hier haben wir beim Triebock noch was Interessantes. Ah ja, hier. Schwefel.
Ich glaube, es macht Sinn, dass wir in der Nähe von den Fackeln hier bleiben. Nein. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Endlich, ja. Krieg ist halt nie was Gutes. Oh no. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, das ist nicht das Pferd. Oder irgendwas ist im Pferd. Oh, ja, super. Bleib weg von ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, wir müssen da lang. Aber warte mal, das ist jetzt der normale Stein, ne? Wir brauchen das da. Sehr gut. Zutaten. Dankeschön. Das nächste ist da drüben, aber der hebt nicht lange. Los, lauf! Das haben sie schon cool gemacht vom Level-Design. Da drüben sind Leute. Wir haben das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Was auch irgendwo verständlich ist. Okay. Haben wir hier noch Alternativwege? Das sieht nicht so aus. Oh ne, sag bloß. Wir können da schleudern. Kannst du mir zur Hand gehen? In Ordnung. Drücke wiederholt. Yeah, ja, machen wir mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Was, Kuh? Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Wir müssen vielleicht das Ding... Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ich glaube, wir müssen das da oben zuerst entzünden. Okay, und jetzt nochmal. Kannst du mir helfen? Gut. So, runter. Hoffentlich reicht es. Sehr gut. Das so. Musst du machen. Na gut. Gibt jetzt das ganze Ding mit. Ah, nur einen, okay. Gut, jetzt komm zurück. Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Alles gut. Okay, Alkohol hat sie wieder und Stein. Das heißt, wir gehen jetzt da rüber und dann über die Brücke. Wir probieren es einfach mal. Wird schon schief gehen. Komm, schneller, 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 schneller. Oder müssen wir dann nach links? Ich sag, über die Brücke. Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, oh, Soldaten. Seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Ich kann mit einem gezielten Schuss aus der Schleuder gelöscht werden. Ich hätte gern diese Laterne. Was? Huh? Oh Gott. Alter, das ist so das ist fies. Furchtbar. Aber es hat funktioniert. Ach, die bleiben jetzt da. Die ganzen anderen Toten. Logik nicht hinterfragen. Da hinten hat es was zum Aufsammeln. Das habe ich ganz genau gesehen. Oh, da kann ich sogar rauf. Kletter hoch, ich helfe dir. Na gut. Sehr gut. Oh, krass. Oh, die haben hier die ganze Stadt belagert. Ich glaube, in der Stadt selber wird es dann wohl nicht viel besser aussehen. Okay. Was ist das mit jetzt nur wegen dem hier drauf? Wenn es nicht mehr runter? Ja, dann gehen wir halt wieder runter. Oder so. Und hier unten hat es auch Goodies. Das kann ich aber nicht nehmen. Habe ich schon.
zu viel. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Na, nicht direkt. So, und von hier aus... Ah, wir können das hier runterlassen. In den Turm. Das Licht. Verdammt. Oh. Wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Nice. Sorry, ich wollte ja eigentlich nichts tun. Oh, du hättest uns was... Ah, hättest uns noch was angetan. So, time for upgrades. Oder auch nicht. Schade. Na gut. Ich nehme nochmal so ein Ding mit. Ah, da hinten hat's... Goodies. Aber ich glaube, wir gehen mal zuerst hier den Turm nach oben. So, komm, hoch mit dir. Ja, gewiss. Eventuell kriegen wir dann hier noch genügend Sachen für ein Upgrade. Ablenken. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Ich gehe zuerst. Mann, ich dachte, wir können ja ganz nach oben. So, dann gehen wir. Jetzt. Ah, sie wartet halt jedes Mal auf ihn. So, hier nochmal hin. Hat das schon gereicht? Nö. Ah, so ein Blödsinn. So, einmal anmachen und dann gehen wir da vorne hin. Soldaten. Wo? Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Ah, na scheiße. Und das kann ich jetzt nicht nutzen. Ja, super. Ich kann nicht kommen. Bedauere. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich dorthin gelange. Müssen wir den Soldat vielleicht zu uns bringen? Wir probieren es mal. Ja, sehr gut. Oh nein, nicht kommen soll. Sehr gut. So ein Shit. Vielleicht können wir den verwenden. Ja, ich kann ihn nicht verwenden. Das ist mein Problem. Kann ich denn das Feuer irgendwie wieder löschen? Jetzt bin ich echt überfragt. Und hier nochmal kurz durchjumpen. Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Oder wir machen hier mal das Feuerding hier kurz hin. Ne, das hat auch nichts gebracht. So, dann bringen wir uns um. Ah, nee, das war nicht so schön. Neustart vom Kontrollpunkt. Bitte lass das nicht so weit weg sein. Ah, ich hier drin. Okay. Und diesmal komm bitte mit. Ah, jetzt hebt es sich auch fest. Okay, mitkommen. Sehr gut. Oh nein, Soldaten! Es ist kein Problem. So. Einmal das hier wieder. Lock den mal wieder an. Und dann wieder auf Steine wechseln. Komm nach. Bin immer noch alle mit. So, kann ich jetzt endlich fahren? Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht.
müssen genau dahin, wo der Soldat gewesen ist. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Muss F ansehen. Ah, das meintet ihr. Mist, bewegt sich kein Stück. Soll ich diese verfluchten Drecksviecher? Nicht zu fassen. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Die liegen hier überall rum. Okay, wir müssen dem jetzt irgendwie hinterher. Okay. Also, ihr zwei. Bleibt mal hier hinten. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Na gut. Mach mal das jetzt am blödesten. Okay, okay, okay. Endlich, verdammt. Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Schnell weg. Wo ist der andere jetzt hin? Okay, bleibt er jetzt da hinten stehen? Die Luft okay, ist rein. Okay, kommt's mal wieder mit. Schaut es mich nicht an. Also wenn ich hier Soldat wäre, ich würde ja hier wieder gehen, nachdem ich das alles hier gesehen habe. Und Zutaten. Sehr nice. Ja, habe ich auch sogar gebraucht. Coole Sache. Schade, ich dachte, wir gehen in die Stadt rein. Komm, kletter hoch. Na gut, kein Mucks. Das ist eigentlich eine gute Taktik, da die Fackelrennen zu tun. So geht die Spieler sicher, dass wir halt, dass wir es nicht so einfach haben. Ih, die haben ja Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuch alles um dich herum zu ignorieren. Stöcke im Bauch, alles klar. Oh, und die müssen wir runterbringen. Tut mir leid. Okay. Und weg. Ja, wir können hier nicht bleiben. Los, rein da, schnell. Leute, helft mir. Was ist hier? Da drüben ist jemand. Oh nein. Oh nice, Fackel. Amicia sitzt in der Falle. Das ist nicht lustig. Wir müssen weiter. Hey, das wurde aber auch Zeit. Oh nein, wir treiben sie zu ihm. Hey, was treibt ihr da? Tut mir leid. Stehen bleiben. Aber wir müssen hier raus. Amicia. Lass mich. Es tut mir gerade mega leid. Alter, ich habe ja auch keine andere Option gehabt, oder? Nee. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Oh nein, die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Jetzt lasst mir doch mal meine Fackel. Ich darf nämlich Visierer. Vor allem, ich kann doch einfach mal so ein Teil nehmen. Oh. Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Als was? Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was ist das? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somno, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Nächste Spielzeug. Somon. Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Was? So, man lässt Gegner endgültig einschlafen. Näher dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke I. Oh. Und auch.
Aber so wie das aussieht, ja. Glaube ich, wacht er nicht mehr auf. Danke. Ah! Das wird uns das Leben retten. Alles klar. Was solltest du noch so mal im Inventar haben, wenn du dich einen Gegner packen kannst? Das ist jetzt aber Vorsicht, die Herstellung ist teuer. Oh. Kann ich dich anmachen? Sehr gut. Oh, da hat es einen ganzen Turm zerlegt da hinten. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Du kannst deine Gefährten bitten, mit bestimmten Objekten zu interagieren, wenn du Q drückst. Ach, damit ich da rüberkomme. Mache ich das? Ach, da. Cool. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Oh, sehr gut. Zudaten. Shit. Kannst du das bitte nochmal machen? Ah. Kannst du das übernehmen? Ich kann nicht. Ach so, ja klar. So, aber jetzt. Das musst du machen. Und ich kann... Ah, okay, hier kann es wieder anzünden. Sehr gut. Los, Hugo, genau so. Tüdele, gib mal. Dankeschön. Und ist leider dicht. Da geht's. Ich hätte mich echt sagen. Na. Ich hätte ihn gar nicht zurücklassen können. Sonst hätte ich ja da das jetzt nicht gekriegt. Aber da hat es auch noch Goodies. Und kann sie nicht aufnehmen. Okay, da geht's weiter. Hier geht schon mal nicht weiter. Okay. Geht's jetzt weiter? Jetzt bin ich überfragt. Dann müssen wir vielleicht auf die andere Seite. Okay. Ja, dann machen wir das hier nochmal. Schaffst du das? Nun denn. Was heißt Y aufhalten? Oh, oh. Kannst du das übernehmen? Aber dann, wenn ich den anderen jetzt auch noch herbringe, dann komme ja ich hier nicht drüber. Los, Hugo, genau so. So, das gleiche Problem wie. Ah, was ich kann ihm sagen, er soll es nochmal machen. Ah. Cool. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, dass wir ihm das nochmal befehlen können. Nice. Na. Ah, oh, no. Ah, wieso bist du jetzt nicht mitgelaufen? Ach, Kleiner. Wollen wir das nochmal machen hier? Schaffst du das? Wird gemacht. Na ja, okay. Das ganze Spektakel nochmal. Nice. So, und hier einmal anmachen. Und los geht's. Kommst du mit diesmal? Ja. Ich hab's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Okay, super Sprint. Ah, und wieder Kiste mit Zutaten. Cool, Upgrade Time dieses Mal. Au. Mann. Immer noch nicht.
Ah, dich kann man anmachen. Wenn wir hier mal 4 herstellen. So, macht's mal schnell. Krass, krass, krass. Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Okay. Mach Speed dann hinterher. Wir müssen im Licht bleiben. Los, los! Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Nee. Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Nein, durch. Es hat einen Soldat. Oh, fuck. Sorry. Andererseits, war das jetzt so schlau von mir? Nee, ne? Da hinten. Auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Tote. Was? Wo? Ach, da oben. Okay, alles klar. Ja, da war jetzt noch was. So ein Seil hat mir noch gefehlt. Kann ich da jetzt nochmal retour gehen? Oh scheiße, ich hab's jetzt schon entzündet. Ich schaffe es noch da unten. Jetzt ein bisschen schneller gehen. Schneller bitte, danke. Schneller. 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 Bitte, danke. Schneller. Komm, gib Gas, Mädel. Gib Gas, gib Gas. Nein. Oh Mann. So. Was hätte ich denn für einen anderen Weg nehmen können? Ich hätte natürlich auch da hinten hingehen können. Und die leuchten nur so ganz schwach. Es ist irgendwas mit dem Soldaten. Oh. Was habe ich da gerade ihr kommt hier. Ergebt Sorry. Euch. Ah, jetzt habe ich auch noch die Feuervariante dafür genutzt. Ah. Bin so doof. So, einmal das da. Einmal das da. Da oben kann ich noch was kaputt machen. Komm, dann mal kurz wechseln. Gucken wir doch vielleicht ein bisschen mehr Licht. Aber sie brennen! Sie nicht hinbekommen. Das hilft uns da hinten. Okay. Wir nehmen jetzt nochmal viele Sachen mit. Ganz ruhig. Sind nur etwas aufgeregt geraten. Hier jetzt wieder was zum Aufsammeln. Steine. Okay, sehr gut. Geschafft. Komm, nimm. Und hier einmal drüber. Ich kann nicht. Ach nö. Amicia. Also nächste Kopf-Action. Gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo. Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Naja, das Schlachtfeld sieht jetzt nicht so klein aus. Hast du jetzt den Stock noch mit? Nee, hast du natürlich nicht, ne? Geh mal wieder retour. Was? Nein! Sag bloß, ich kann da jetzt nicht. Spiel! Naja, okay. Liebe Leute, ich bin jetzt eh schon über der Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode und schauen, wie es dann hier weitergeht. Ziemlich eklig, dieses Schlachtfeld.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder sogar ein Abo. Wäre ganz cool. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.